Moin, willkommen zu einem neuen Video zu den Herausforderungsportalen auf dem europäischen Server, diesmal Nummer 222, also 222. Mönch, das sieht jetzt erstmal aus wie hier, das, wie heißt das noch? Genau, das Muster der Gerechtigkeitsset ist es auch, alle 6 Teile. Das heißt, wenn reißender Wind aktiv ist, erhöhen Treffer mit Gewitterfront die Ausdehnung von reißender Wind und sie erhöhen außerdem jeglichen verursachten Schaden. Das heißt, wir haben hier Gewitterfront mit drin und den reißenden Wind natürlich. Dann haben wir hier auch den rachsüchtigen Wind mit drin mit 690%. Das ist ganz neu. Ja gut, okay, ziemlich genau in der Mitte. Wir haben hier die Kishiris Klinge mit drin. Erhöht den Schaden von Woge des Lichts. Macht jetzt nicht so viel, weil wir haben hier sonst nichts. Aber man kann damit natürlich auch Woge des Lichts spielen. Aber Gewitterfront wird da eigentlich mehr Sinn machen. Dann haben wir hier die Windrose mit drin. Kein Schwur. Als ersten Stein haben wir hier den Verderben der Geschlagenen mit drin, mit Stufe 30. Als zweiten haben wir Band der Reuekammern drin, Geisteskraft erzeugen mehr Geisteskraft. Zweiter Stein, Verderben der Gefangenen, 34. Und als dritten haben wir Vaxus Heimsuchung. Mit einem Lichtkranz, Stufe 45. Also ist es wahrscheinlich eher ein Speedbild irgendwie so. Mal gucken. Dann haben wir hier Bindung der niedrigen Götter. Gegner, die von euren Fähigkeiten Zyklonschlag getroffen werden, leiden 5 Sekunden lang mehr Schaden durch Feuer. Eure mystischen Verbündeten, aufgeteilte Feuerverbündete, erhalten einen 5-fachen Bonus. Mystische Feuerverbündete haben wir hier auch. Dann haben wir hier noch eine Geisterstunde. So, alles andere ist das Set. Dann haben wir hier Splitter des Hasses. Das ist nicht so doll. Dann haben wir die Plattenschultern von Zakara, werden unzerstörbar. Und wir haben Vulkates Hochzeitring, auch nicht dolle. Also, wir können so durch die Gegend laufen. Ja, was anderes macht halt eben keinen Schaden. Das ist die lebende Woge, das ist der Erzeuger, ne? Das ist der Geisteskrafterzeuger. Dann haben wir hier einen Buff, das ist das Mantra der Heilung mit Segen der Erleuchtung. Dann haben wir hier eben die Feuerverbündeten. Dann haben wir hier den verbotenen Palast, heilige Einkehr. Bewegungsgeschwindigkeit innerhalb des Runenkreises um 80%. Ja, toll. Und hier haben wir eben einen reißenden Wind mit Klingensturm. Als Passiv haben wir eine Seele drin. Für die Geisteskraft nicht schlecht. Gesang der Resonanz auch für Geisteskraft kosten. Ist auch nicht verkehrt. Unbeugsamkeit. Mana und nochmal sechster Sinn. Nochmal Schadensreduzierung. Also mal gucken. Wahrscheinlich wird wahrscheinlich die Gewitterfront alles sein, was man benötigt. Kein Dash, nichts drin, also wieder etwas langsamer. Reißender Wind muss halt eben aktiv sein, um mehr Schaden zu machen. Ja. Wenn reißender Wind aktiv ist, erhöht das, genau, Treffer und Ausdehnung reißender Wind. Ja gut, okay. So. Ja. Hier war ein Pack, aber ist eigentlich Sackgasse. Hoppala. Eile ist natürlich super, um ein bisschen schneller voranzukommen hier.
Na komm. So. Dumm, 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 dumm. Das ist wieder kein kontrastreiches Bild hier, ist aber eigentlich auch egal, so schnell wie wir sind. Kanalisieren, das andere war, ich glaube, Speed. Ja, und schon ist es durch. Also das war auch mal wieder eine etwas schnelleren. 2,26, holla die Waldfee. Meine Güte. Rex mit 1,25, also war er noch mal eine Minute schneller. Ne? Aber das ist egal. Wie gesagt, 2,26 reicht völlig dicke aus. Die langsamsten waren hier 5 Minuten. Wahrscheinlich werden sie es auch geschafft haben. Aber egal. Ne? Also... man muss wirklich nur darauf achten, dass das immer aktiv ist, ne? Dass wenn man mal keinen trifft, ne? Also wenn man mal von Pack zu Pack läuft, dass der dann eben ausläuft, dass man den eben wieder neu castet, ne? Dass wenn der aktiv ist, dass man dann eben mit Gewitterfront dann eben da langläuft und somit dann einfach seinen Schaden macht. Alle anderen brauchen wir alle nicht. Ne? Geisteskraft ist okay, Bewegungsgeschwindigkeit dadurch auch eigentlich, ne, also es geht, ne, und ansonsten war es das, ne, das ist keine große Geschichte, alles andere braucht man nicht, ne, also einfach mal kurz durchlaufen, 2,5 Minuten, fertig ist, ne. Gut, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal, tschüss.